Was geht ab, Freunde, und willkommen zu einem Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute ist Mittwoch, heute kommt ein Video über meinen gesamten Kleiderschrank. Warte, aber zuvor muss ich auf jeden Fall sagen, was heißt gesamter Kleiderschrank? Ich habe noch deutlich mehr Klamotten, da liegen auch noch welche hinten im Schränken, sind auch noch ganz viele Klamotten drin. Allerdings sind das halt wirklich so die Klamotten, die ich auch wirklich trage. Also es gibt immer Sachen, die hast du halt seit einem halben Jahr nicht mehr getragen. Das ist halt jetzt wirklich so der Stuff, den ich tagtäglich am Tragen bin, Freunde. Und ja, ich werde auf jeden Fall versuchen, das habe ich mir vorhin mit Herke überlegt, das alles so ein bisschen schneller zu machen. Also jetzt nicht über jedes Piece irgendwie eine Minute rumzureden, wo ich das gekauft habe, was für einen emotionalen Wert das für mich hat. Ich werde euch die Sachen zeigen, die Größe, vielleicht den Preis. Und dann hat sich das, Freunde. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt so an. So 5 Sekunden pro Teil oder so. Na, danke. Maximal. Danke. Also Freunde, ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Piece an. Freunde, erstes Piece, Supreme Pullover, hat damals gekostet 160 Euro aus Paris in der Größe L, trage ich noch, aber jetzt nicht mehr so oft und ja, das war schon das. Weiter im Text hätten wir einmal einen Card Half Zip, der hat 70 Euro gekostet, ja. Bleiben wir direkt bei Card, Freunde, hier hätten wir einen roten Pullover, auch in der Größe L, hat auch 70 Euro gekostet. Freunde, haben wir hier noch einen Peaky Sweater, habe ich zugeschickt bekommen, kostet glaube ich so 40, 60 Euro, ja, genau. Dann einer meiner Lieblingspullover, Takeover Hoodie von Peakis, auch zugeschickt bekommen. Sehr, sehr krasses Teil, Freunde. Peakis Hoodies kann ich euch nur empfehlen. Fit-technisch, pure Wahnsinn. Nächstes Piece wäre einmal das Dimension-Shirt. Hier kostet, glaube ich, 45 Euro, auch zugeschickt bekommen. Auch sehr, sehr geiler Fit, gefällt mir sehr gut. Als nächstes hätten wir eine Fred Perry-Jacke, die hat 110 Euro gekostet, aus Köln. Trage ich auch sehr, sehr oft, ihr seht, Freunde, ich habe die jetzt auch nochmal blau. Ja, sehr, sehr geil. Dann direkt weiter Text, Freunde, die Jacke hier zeige ich euch jetzt auch mal ganz schnell. Habe ich euch im letzten LPU vorgestellt, Fred Perry Jacke, auch 110 Euro, auch in Köln gekauft. Sehr, sehr geil, gefällt mir sehr gut, vor allem von den Farben her. Nächstes Shirt wäre einmal das Kors X Uniqlo Shirt, habe ich von Clothes.cl zugeschickt bekommen. Grüße und Kuss geht auf jeden Fall raus. Sehr, sehr korrekt, trage ich auch relativ oft im Sommer. Und ja, das ist eine Größe L und ich glaube, die kosten so 30 Euro. Zu dem Shirt auf jeden Fall Grüße und Kuss an Kilian geschenkt bekommen. Da auf jeden Fall auch nochmal Shoutouts an Clothes.cl, auch ein Shirt von denen. Keine Ahnung, wie viel es kostet, auch zugeschickt bekommen auf Ehrenbruderbasis, danke dafür. Das wäre einmal mein Cold War T-Shirt, was ich jetzt auch schon seit knapp 2 Jahren habe, habe ich damals von Michael geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag. Liebe Grüße auf jeden Fall. Hat damals gekostet 180 Euro bei Atelier in Köln. Das ist zumindest das einzige Teil, was ich mir da bisher gekauft habe. Viele wird es verwundern, Grüße und Kuss geht wieder raus an Kilian. Der hat mir nämlich diesen freshen Zack Plus Halfstrip Hoodie geschenkt, den benutzt er nicht, weil er halt nicht so oft ins Gym geht. Ich gehe schon mal öfter ins Gym, deswegen habe ich auf jeden Fall gedacht, kann ich das sehr gut gebrauchen. Hier gehen auf jeden Fall Gruß und Kuss an meine Mutter und an Michael raus, denn den habe ich zu Weihnachten bekommen, letztes Jahr. Habe ich tatsächlich auch im Winter oft getragen, im Sommer trage ich den jetzt nicht mehr so oft. Das ist mit Abstand mein Lieblingspiece, denn das ist mein eigener Pullover, selbst designt, zusammen mit Peakis, meine Freunde. Sehr, sehr geiles Teil, also ist jetzt auch kein Scherz, sie hat einen kranken Fit, kranker Qualität, krankes Design, mega. Ebenfalls im letzten LPU vorgestellt, K-T-Shirt hat einen 20 gekostet aus Hamburg. Hamburg, wow. Liebe Grüße an Kilian Jonas, danke für das Adrett-Shirt, trage ich sehr, sehr oft. Erneute und liebe Grüße an Kilian Jonas für das Adrett-Shirt, trage ich auch oft. Wieder erneute Grüße gehen raus an Kilian, trage ich auch sehr oft. Wieder ein Adrett-Shirt. Übrigens, ah ne, das Video kommt Mittwoch, Freitag war der Drop, Freunde. Miese. Zurzeit auch einer meiner Lieblingsshirt, Fred Perry-Shirt, gekostet 56 Euro im Sale bei Fred Perry in Köln. Freunde, nächstes Piece. Travis Scott Merch, Astroworld, ja. Freunde, einige haben sich auch immer gefragt, Kjell, Digga, wo sind deine Hosen? Und ihr habt recht, Freunde, ich habe nicht viele Hosen, das ist mein ganzer Bestandteil. Freunde, das hier ist meine Ballerhose, mit der bin ich nur am Ball. Nee, also die trage ich halt so auch in meiner Freizeit, ich finde die ganz frisch. Freunde, nächstes Piece wäre dann einmal eine Hose von mir, und zwar habe ich euch ja schon gesagt, ich habe nicht so viele Hosen. Wir machen nochmal ganz schnell weiter mit den Hosen. Basketballhose von Kicks. Digga, Sandalus. Basketballhose von Kicks habe ich online bestellt für den 20er. Deadstock Worldwide Hose, mit dem Code KL10 kriegt ihr 10% Rabatt bei Kick. Deadstock Worldwide Hose ist unten verlinkt, Freunde, mit die beste Cargo, die ich besitze. Mit dem Code KL10 kriegt ihr 10% Rabatt. Weiter im Text, Freunde, haben wir hier eine Lol, das ist ja mein Bad, also soll ich die zeigen? Nee, ne? Nee. Freunde, nächstes hätten wir hier wieder eine Hose Iced Out. Von Supreme, hat gekostet 120 Euro, habe ich mir beim vorletzten Drop, boah Digga, wieder Stimme reingehauen, habe ich mir beim vorletzten Drop geholt. Freunde, dazu werde ich jetzt ein paar mehr Wörter verlieren, und zwar ist das mit einer der emotionalsten und coolsten Hosen, die ich besitze. Die Leute, die mich auch privat kennen werden, wissen, dass ich die Hose wirklich mal gefühlte Monate anhatte. Das ist die Gore-Tex Adidas Hose in Grau, passt mir leider nicht mehr so gut, ist eine Größe M, allerdings kann ich die nicht verkaufen oder weggeben, weil die einen sehr emotionalen Wert für mich hat. Ebenfalls eine sehr coole Hose ist einmal die Nike Hose hier, die hat
Die kostet. Ja, auch eine coole Hose habe ich von Size, trage ich wirklich sehr, sehr oft. Da habe ich 1000 Leute gefragt, wo ich die habe. Von Size in Köln. Mit diesem Swoosh unten, sag nochmal. Genau, stimmt. Oh. Hat hier unten so ein Swoosh, kann man sehr, sehr geil zu Adidas schon kombinieren. Ja, wie gesagt, ganz cool. Weiter, Digga, habe ich schon gesagt. Ist wieder eine Deadstock Cargo Hose, genau die gleiche. Kriegt ihr immer noch Kiel, 10% Rabatt. Ist halt nochmal nagelneu, das Ding, weil ich nochmal eine neue gebraucht habe. Auf jeden Fall mal liebe Grüße an Deadstock. Und jetzt kommen wir zu ein paar Sachen, die ich wirklich sehr, sehr selten trage. Ich weiß gar nicht, warum die es hier ins Video geschafft haben. Ist einmal eine Jeans, die habe ich zweimal getragen. Und die habe ich noch gar nicht getragen, weil die ein bisschen komisch fittet, aber auch ganz frisch ist. Beide Jeans könnt ihr bei irgendeinem Herrenausstatter, ich war in Köln, ich weiß nicht genau, ja wirklich, für jeweils 70 Euro erwerben. Habe ich leider keinen Rabattcode für euch. Und dann auch, was ich auch täglich zu meinen Jeans trage, ist einmal dieser Louis Vuitton Gürtel hier. Da gehen auch wieder Grüße und Kuss an Michael und meine Mutter raus. Den habe ich zu meinem Geburtstag bekommen. Auch sehr, sehr frisches Teil. So, Freunde, das soll es dann soweit mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, Freunde, schreibt in die Kommentare, welches von den Sachen euch am besten gefallen hat. Und ja, wenn ihr in die Kommentare geschrieben habt, was euch am besten gefallen hat, dann würde mich das sehr freuen, Freunde. Wir haben Mittwoch. Heute bin ich allerdings schon in Urlaub, deswegen werden jetzt wahrscheinlich keine Videos mehr. Deswegen, also ich... Digga, kannst du ja auch mal aufstehen jetzt wieder? Nein. Komm, steh auf. Oh Mann. Ja, jetzt nochmal real, Freunde. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Schreibt unbedingt in die Kommentare, was euer Lieblingspiece ist, was ihr vielleicht auch selber besitzt. Ja, Grüße auf jeden Fall nochmal an die Leute, die mir was zugeschickt haben. Die Marken Deadstock, Close.cell. Liebe Grüße auch an Kilian, der mir immer was von seinem Merch gibt. Wie genau diesen Freitag. Kappa. Und ja, ich würde sagen, Freunde, das war's mit dem Video. Lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.